großen Geburtstag heute und hier zu feiern. Ich möchte mich jetzt schon dafür herzlichst bedanken, dass ihr alle gekommen seid. Auch ein herzliches Dankeschön an die ganzen internationalen Gäste und Freunde. Ihr seid die Besten. Doch zuerst möchte ich mich bei meiner Mutter und meinem Vater und meiner Großmutter bedanken. Ich liebe euch vom ganzen Herzen. Papa und Omi, ruht in Frieden. Ich weiß, ihr seid heute Nacht ganz nah bei uns. Meine Eltern haben meine Brüder und mich mit ihrer Leidenschaft zu tanzen begeistert und angesteckt. Sie haben uns manchmal nachts aus dem Bett geschmissen und uns ihren heißen Rock'n'Roll-Dance vorgeführt. Das war unglaublich. Wir saßen da wie die drei Orgelpfeifen und freuten uns mit ihnen und klatschten. Als meine Eltern dann eine kleine Diskothek 1975 in Neu-Isenburg eröffneten, legten sie somit auch den Grundstein meiner Berufung und meiner Karriere. 1980 kehrte ich von meinem dreimonatigen Ibiza-Trip zurück nach Hause. Ich war Sweet 16. Meine Mutter sah, dass ich verzaubert war. Von der Insel, von den Menschen und von der Musik. Diese Magie, die mich damals packte und die mich bis heute nicht mehr losgelassen hat. Und dann fragte mich meine Mutter allen Ernstes, ob ich bei ihr als Disc-Jockey anfangen würde. Ich konnte es nicht fassen und war überglücklich. Und so kam es, dass ich 1981 bei meinen Eltern fünfmal die Woche als Disc-Jockey anfing. So hieß es damals. Es folgten die Clubs Dorian Gray am Frankfurter Flughafen und das Vogue in Frankfurt-Main City. 1987 gelang es mir mit dem Projekt Off einen Riesenhit zu Baba, Baba, Elektrika, Salsa. Das ist die, ein Chartstürmer in ganz Europa. Ich war vor allem stolz darauf, dass der Song in Ibiza hoch und runter lief. Yeah! Im Sommer 1987 tourte ich zusammen mit The Cure, Kim Wilde und vielen anderen Künstlern mit dem Festival Bar durch Italien. Der Abschluss des Festivals fand in der Arena di Verona statt, in der auch regelmäßig die Verdi-Sommerfestspiele stattfinden. Das war atemberaubend und ich, klein Sven, auf der Bühne vor 20.000 Menschen. Wow! Dann, mit 24 Jahren, eröffnete ich mit meinen damaligen Partnern meinen ersten Club. Das Oben. Das legendäre Oben. Das war die totale Ekstase. Techno und Hausmusik hatten hier ihren Durchbruch erlebt. Die Beats hämmerten bis zum Sonnenaufgang. Wir flippten alle aus. Es tropfte von der Decke wie in einem Dampfbad. Und ich schrie, Are you ready? Es folgten die Love Parade und die Mayday in Berlin, das Vision Festival in der Schweiz und die Omni in Frankfurt, die Rave City in München, die Euphoria im Dorian Gray, das Green and Blue Festival in Obertshausen, meiner alten Heimatstadt und natürlich, last but not least, die Tandor in Mannheim.
House Records ging in die 90er Jahre. Ich veröffentlichte 5 Alben auf verschiedenen Labels und drehte viele Videos. La Esperanza war mit das aufregendste Video. Wir filmten auf den Bahamas und machten Unterwasseraufnahmen. Ich tauchte und schwamm mit den Delfinen, was gleichzeitig wunderschön, aber auch irgendwie traurig war. Wilde Tiere so zu sehen, das tat mir im Herzen weh. Meine langen Aufenthalte Anfang der 90er Jahre in Indien hinterließen ihre Spuren in meiner Seele, in der Musik und auch in meinem Aussehen. 1988 schlossen wir das Omen mit Würde. Wir feierten einen 3-tägigen Abschlussmarathon. Das war hochemotional für uns alle. Die Polizei sperrte sogar freiwillig die Jungbruchstraße für 12 Stunden. Diese Erinnerung kann uns keiner nehmen. Rest in peace. Wieder zum Wandel. Meine Vision, mit der ich mich zu der Zeit schon lange beschäftigte, hieß Cocoon. Mir gefiel die Idee der Metamorphose, sich zu entwickeln, zu häuten, Altes abzustreifen und neu entschlüpfen, etwas Neues entstehen zu lassen, etwas Schönes, Aufregendes. So startete ich Cocoon als Booking, Event und Record Company. Das erste Mal alleine und ohne Partnerschaften. Es folgten euphorische Cocoon-Clubbings im U60311 in Frankfurt am Main. Und 1999 war es dann soweit. Wir starteten Cocoon et Amnesia in Ibiza. Ein Traum wurde wahr für mich. War es doch immer mein heimlicher Wunsch, eine Nacht in Ibiza im Amnesia zu promoten, zu veranstalten. Dieses Jahr, 2014, hatten wir unser 15-jähriges Jubiläum auf der Insel. Der Traum ging auf. 15 Jahre Cocoon an dem Ort, wo alles für mich begann. Stolz darauf, dass ich damit der Insel auch etwas von dem zurückgeben konnte, was mich einst so inspiriert hat. Das Freigeistige und das Friedvolle. Das Miteinander im Club und in der Natur unter freiem Himmel auf unserer Musik zu tanzen. I love Ibiza. We love Ibiza. I love Ibiza. We love Ibiza. Doch 1999 war noch ein anderes Großereignis. Die Berliner Love Parade. Als ich von unserem Frankfurt-Truck runtersprang und mich zur Siegessäule vorwühlte, war mir noch nicht bewusst, was mich da erwartet. Wir stiegen den Aufgang der Siegessäule hinauf zur aufgebauten Bühne. Doch als ich dann da oben stand und das Meer von Menschen vor mir sah, lief mir ein kalter Schauer über den Rücken. 1,3 Millionen Menschen am Feiern. Ich zitterte am ganzen Körper. Dann legte ich die Knights of the Jaguar auf. Es kam mir vor, als würde in dem Moment die Zeit stehen bleiben. Die Sonne ging unter und es war unbeschreiblich. Sehen. Ein Augenblick von Liebe, Schönheit und Unendlichkeit. Dankeschön, Dr.
10 Jahren lang, 2004, eröffneten wir den Cocoon Club und in dem Jahr war auch mein 40. Geburtstag. Mit dem bestimmt größten und ambitioniertesten Projekt meiner Laufbahn stand der Cocoon Club als manifestierte Vision des Clubs der Zukunft da. Was wir da geschaffen haben, war schlicht gesagt der pure Wahnsinn. Mit Liebe, Leidenschaft und mit fester Überzeugung haben wir uns hier ins Abenteuer gestürzt. Wir haben keine Kosten gescheut und alles gegeben, um etwas ganz Besonderes entstehen zu lassen. Mit den integrierten Restaurants, dem außergewöhnlichen Design und dem geilsten Soundsystem überhaupt stand der Club ganz alleine für sich. Er war einzigartig und für mich der schönste Club der Welt. Wir erhielten viele Auszeichnungen und Lob aus aller Welt. Das Visionäre war der Konsens. Es gab viele unglaubliche Clubabende und Konzerte im Cocoon Club. Wir hatten 8,5 Wahnsinnsjahre, obwohl es nicht immer einfach war. Leider konnte sich unser Anspruch an dem Standort nicht mehr länger realisieren lassen. 2012 mussten wir den Stecker ziehen und schlossen die Pforten Ende des Jahres. I miss you, Cocoon Club. Eine bewegende Geschichte bis heute. Und für mich ist es nach wie vor wie ein nahezu spiritueller Akt, den Dancefloor zum Kochen zu bringen. Mit der Motivation und Herz eines Tänzers gestalte ich mein Set mit Emotionen, Höhen und Tiefen. Und es dreht sich immer weiter und weiter und weiter, denn ich liebe mein Handwerk mit Vinyl. Seit über 3 Dekaden bin ich jetzt als DJ, Künstler, Tänzer, Pionier, Freak und als Unternehmer dabei. Ich wollte immer meine Vision von Clubkultur und Dance Around the Clock in die Welt hinaustragen. Auf all den Wegen der letzten 30 Jahre haben mir sehr viele Menschen geholfen, vor und hinter den Kulissen. Meine Familie, meine Ex-Frau und jetzt beste Freundin, viele Freunde, Mitarbeiter und Kollegen, die ich alle sehr ins Herz geschlossen habe. Ihr habt immer an mich geglaubt, an der Vision mitgeholfen, sie weiter zu entfalten und zu leben. Ihr wart und seid immer noch ein Teil davon. Ich bin euch allen sehr dankbar dafür. Ohne euch wäre vieles davon nicht möglich gewesen. Euch bin ich sehr dankbar, euch Tänzern, Fans und Enthusiasten. Ihr zelebriert eure Abende und Nächte auf dem Dancefloor und macht diesen fast zu einem heiligen Ort. Ihr vergesst alles, als gäbe es kein Morgen. Ihr schenkt mir euer Vertrauen, eure Energie und euer Lächeln. Ich danke euch sehr, auch für eure Begeisterung für das, was wir über Jahrzehnte mit Liebe und Geduld aufgebaut haben. Unsere Musik und Clubkultur stand immer im Zeichen der Liebe und der Toleranz. Völkerverbindende Events weltweit zeigen, dass unsere Musik und der Lifestyle von friedlicher Natur geprägt sind. Gerade in Zeiten wie diesen, wenn man glaubt, dass die Welt außer den Fugen gerät, ist der Zusammenhalt und die Besinnung unserer friedlichen Werte enorm wichtig. Ich bin stolzer Vater von 2 gesunden Kindern, die ich über alles liebe. Paulina ist 25 und Tiger ist jetzt 4 geworden. Auch Tiger soll es einmal so gut haben wie wir. Frei durch die Welt reisen zu können und Menschen zu treffen, um mit ihnen zu tanzen. Spaß, Freude, Liebe und vor allem Frieden. Es kommt vom Herzen.
auf die Leiter. Wir sind doch anders. Wir machen weiter. Es kommt vom Herzen. Komm auf die Leiter. Wir sind doch anders. Wir machen weiter. Mit der Time Warp verbinde ich ein großes Stück meiner Laufbahn. Wir alle haben hier schon unglaubliche Stunden verbracht und uns in den Abend gelegt. Oh Mann. Die Time Warp ist halt auch eine Family Affair. Der Anspruch und die Qualität, mit dem das Team hier immer wieder Spitzenleistung abliefert, ist weltweit einzigartig. Es ist auch ein großes Aushängeschild für deutsche elektronische Musik und Veranstaltungskultur. Für mich mit dem Prädikat besonders wertvoll. Steffen, Robin und das ganze Time Warp Team, ein herzliches Dankeschön dafür, dass ihr mir das zu meinem Geburtstag ermöglicht habt. Noch ein großes Dankeschön geht an meinen Freund und Künstler Tobias Rehberger. Tobias war verantwortlich für das großartige Stage-Design. Nils Fram, Alexander Azari, Cosi, Luciano und Richie Horton. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit mir meinen Geburtstag hier feiert. Alle da oben, die ihr auf uns schaut, verstorbene Freunde und Kollegen, es freut mich, dass auch ihr dabei wart und für mich seid ihr immer noch dabei. Forever. Wir vermissen euch. Rest in peace. Zum Abschluss zitiere ich Wolfgang Vogt. Techno ist für mich keine Frage des Alters, sondern der Haltung. Und wie ihr die letzten Minuten gehört habt, ist Liebe und Leidenschaft, vor allem für die Musik, das, was mich antreibt. Deshalb ist heute Abend Love is in the air das Motto. We'll be right back.
To have you after Ricci, right? You'll come back. But now, ladies and gentlemen, Luciano! Thank you.
We'll be right back.
I think we all want to say a big thank you to Sven for the last 20, 25 years for playing great music, for being a good friend, and for being the master of disaster. Thank you, Sven. Happy birthday, Sven. Thank you for everybody for always the support of techno music. Thank you. Aha, aha.
Masse eben auf jeden Fall mit einschalten.
We'll be right back.
Thank you.
Thank you.